Das ist die Uni Hamburg vor wenigen Tagen. Der AfD-Gründer Bernd Lucke wollte hier als Professor eine Vorlesung über Makroökonomie halten. Die Studentinnen und Studenten fanden das aber gar nicht so geil und haben mit aller Härte dagegen protestiert. Irgendwann mal hat man genug diskutiert. Man muss halt auch gucken, ob einfach weiter diskutieren, immer nur darüber reden, überhaupt noch was bringt. Ich bin hier an der Uni Hamburg und hier soll es gleich richtig abgehen. Der Grund: AfD-Mitbegründer Bernd Lucke ist als Professor zurück an die Uni gekehrt und möchte zum dritten Mal seine Vorlesung halten, die letzten Wochen von Studierenden gestürmt und behindert wurde. Für mich war die Uni schon immer ein Ort für Diskussion, Streit und ja, auch andere Meinungen sich anhören können. Ich frage mich, wie weit darf Protest gehen? Ich schätze mal, hier sind so ungefähr 50 Polizisten und mehrere Sicherheitsleute. Wenn ich mir das so angucke, finde ich das persönlich ziemlich befremdlich. Wenn ich mir vorstelle, die Uni ist für mich ein Ort, der immer ziemlich frei und offen ist, aber jetzt ja offenbar so krass geschützt werden muss. Ich sehe, da vorne werden Ausweise kontrolliert. Also hier kommen nur die Studierenden rein, die wirklich auch Teilnehmer dieser Veranstaltung sind und dafür angemeldet sind. Ich habe auch gerade von einigen gehört, dass man dafür irgendwie seine Studienbescheinigung vorzeigen muss. Sowas habe ich noch nie gehört. Ja, ist ein krasser Akt hier. Ich laufe hier gerade so gefühlt eine halbe Stunde rum und quatsch alle möglichen Studierenden an, um herauszufinden, ja, wie ihre Meinung zu diesem Thema ist. Und persönlich sprechen sehr viele mit mir, aber sobald ich erwähne, dass wir das gerne filmen würden, möchte das keiner. Die meisten sagen, sie sind super genervt, dass hier so ein mega Polizeiaufgebot ist, weil das einfach eine Pflichtveranstaltung ist. Sie müssen an dieser Veranstaltung teilnehmen. Da vorne sehe ich aber auf jeden Fall schon mal ein Plakat. Da können wir einmal kurz rüber gehen. Ich sehe jetzt, ihr steht ja damit hier vor dem Eingang. Jetzt die letzten Wochen sind ja welche auch in den Hörsaal gestürmt. Wir fragen uns so ein bisschen, wie weit darf Protest gehen? Ja, was würdest du auf die Frage antworten? Auf jeden Fall eine wichtige Frage. Ich denke, das ist auch eine Sache, die ständig neu verhandelt werden muss. Für mich ist da eine Grenze erreicht, wo Menschen physisch zu Schaden kommen, also wo eine Aktion darauf angelegt ist, Menschen körperlich zu verletzen. Das wäre eine Aktion, an der ich mich nicht beteiligen würde. Alles klar. In Höhe der Laterne. Alles klar. Ja, da ist auch der Herr Brückmann heißt er und der kann Ihnen genau sagen, wo. Genau. Wollen wir das kurz ein? Sollt ihr woanders hingehen gerade? Ja, wir sollen uns nach oben bewegen zu dem anderen Eingang, weil dort die spontane Demonstration angekündigt ist. Im Grundgesetz steht eben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundgesetzwidrig handelt dementsprechend, wer Migrantinnen als sozialen Bodensatz bezeichnet, wie Bernd Lucke das getan hat. Du studierst hier und gehst gleich in die Vorlesung? Genau, ich studiere VWL hier und das ist eine Pflichtveranstaltung für alle. Und wenn ich hier so die ganze Polizei mir so angucke, was hältst du davon? Ich finde es nicht gut, aber ich finde es auch nicht gut, wenn Bernd Lucke hier eine Vorlesung hält. Ich bin damit auch nicht glücklich. Warum? Naja, ich glaube, also ich finde, Bernd Lucke ist jetzt nicht unbedingt die richtige Person dafür. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir irgendwie jemanden hätten, jemanden irgendwie unbelasteten und Bernd Lucke spaltet irgendwie uns schon sehr stark, finde ich. Und das muss eigentlich nicht sein. Ihr wollt auch gleich in die Vorlesung? Nee, wir sind tatsächlich hier, um uns das mal anzugucken. Ist halt schwierig, dieses Ding, weil er ist halt Professor, er darf hier reden, es gibt auch eine Meinungsfreiheit, aber gleichzeitig ist er halt der Gründer der AfD. Vielleicht hat er das Haus nicht angezündet, aber er hat auf jeden Fall das Tor aufgeschlossen für die, die das Haus angezündet haben. Das ist so meine Meinung. Deshalb bin ich auch so ein bisschen hier und finde es auch legitim, dass man ihn blockiert. Die AfD hat jetzt in Thüringen über 20% so und das ist halt Demokratie. Und wenn dann jemand wie Lucke eben gar nicht mehr zu Wort kommen darf, habe ich halt nicht das Gefühl, dass es in Zukunft einfach Deutschland gut tut, weil da werden sich die 20%, jeder Fünfte, werden sich dann nur weiter entfernen, weil die haben Luckes Partei gewählt damals oder jetzt gewählt. Und wenn sie jetzt sehen, dass der Rest von Deutschland so dagegen ist und das so blockiert auf diesem Niveau, dann werden die nicht das so schnell in Frage stellen, sondern werden die erstmal abgeschreckt sein und sich wahrscheinlich noch weiter entfernen und sich gestärkt fühlen in ihrer Meinung. Es ist jetzt knapp 12:15. Laut Plan läuft ja seit ungefähr einer halben Stunde die Vorlesung. Bis jetzt alles mega ruhig.
Wenn ich mir aber auch dieses Polizeiaufgebot angucke, wundert mich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So friedlich, wie jetzt die Vorlesung offenbar stattfindet, so friedlich sah es jetzt die letzten Wochen nicht aus. Da sind die Demonstrationen ziemlich aus dem Ruder gelaufen und veranstaltet hat sie der AStA. Hi, Marsbrett von Reporter, du bist Karim. Genau. Hier waren jetzt die letzten Wochen die Demonstrationen. Genau. Die AStA hat dazu aufgerufen. Genau. Und wie ist das dann weitergegangen? Naja, wir haben unsere Kundgebung durchgeführt, haben halt die Redebeiträge gehalten und ja, um 12 Uhr hat die Vorlesung begonnen und dann sind halt irgendwie neben den ganzen Studierenden, die auch in die Vorlesung reingegangen sind, sind halt irgendwie anscheinend noch andere Leute da reingegangen. So. Die Störungen im Hörsaal, mit denen haben wir einfach nichts zu tun gehabt, auch wenn es gerne öffentlich anders dargestellt wird. Warum ich mich eigentlich auf diese ganze Reise hier begeben habe, war meine Frage, wie weit darf Protest gehen, wenn einem, sage ich mal, die Meinung des Gegenübers nicht passt? Also alle demokratischen Mittel sind da erlaubt. Das heißt natürlich, dass der Protest friedlich sein muss, ohne Frage. Studierende haben halt eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, ihre Meinung in einer Weise kundzutun, dass es öffentlich wahrgenommen wird. Also Herr Lucke hat kürzlich einen Artikel in einer großen Zeitung geschrieben, wo er sich darüber beschwert, dass seine Meinungsfreiheit gefährdet ist. Und das kann er halt bundesweit verbreiten. Und insofern kann es durchaus sein, dass manche Leute das notwendig erachten, dass solche Störungen passieren, um den eigenen Meinung auch eine bundesweite Öffentlichkeit zu geben. Ob das dann immer positiv ist, sei dahingestellt. Aber man muss zumindest sagen, dass jetzt darüber diskutiert wird und das ist dann zumindest in irgendeiner Weise ein Gewinn. Es ist jetzt 5:02 Uhr, eigentlich müsste die Vorlesung jetzt vorbei sein. Und wie war's? Ruhig. Nicht wie die letzten Wochen. Nichts passiert. Okay. Nichts passiert. Alles entspannt wie die letzten Wochen. Ja, alles verlangt. Wir konnten ja jetzt nicht reingehen und haben jetzt auch nicht mitbekommen, wo er jetzt hingegangen ist. Hast du irgendwie mitbekommen, ob er aus dem Hinterausgang rausgegangen ist? Das habe ich nicht gesehen. Ich bin vorhin rausgegangen. Aber es gab immer noch Sicherheitsleute in der Vorlesung. Ach, da waren welche da drin. Genau, also, aber von der Uni. Ich melde mich hier kurz mal aus dem Schnitt. Die zuständige Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank bzw. ihre Sprecherin hat mir geantwortet. Und sie schreibt mir auf meine Frage hin, wie weit denn Protest für sie gehen darf, dass die Grenze dort erreicht ist, wo physische und verbale Gewalt angewendet wird. Und ich finde, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das andere, was aber sehr, sehr interessant ist, ist, dass sie schreibt, die Veranstaltung von Lucke soll es weiterhin digital auch geben, was bislang nicht der Fall war. Und es soll parallel eine andere Veranstaltung noch geben mit den gleichen Inhalten und einer anderen Dozentin. Plus, die Veranstaltung von Lucke soll unter allen Umständen weiterhin stattfinden. Das finde ich sehr, sehr spannend und möchte mal von meinem Kollegen Mirko von Mr. Wissen2Go wissen, was hältst du von dieser Reaktion der Stadt Hamburg? Das ist so nichts Ganzes und nichts Halbes. Entweder man sagt, wir sind eigentlich auch dagegen, dann darf das gar nicht, oder wir sind dafür und dann gewährleisten wir, dass das auch tatsächlich vor Ort passiert. Ist in Hamburg dann ja letztendlich auch der Fall gewesen. Man hat da Mittel und Wege gefunden. Aber zuerst mal war diese Stellungnahme für mich dann schon so ein bisschen komisch und wirkte ziemlich halbgar. Die Vorlesung von Lucke soll ja weiterhin stattfinden. Was meinst du, was das für ein Signal nach außen sendet? Hat die Stadt da gar keine andere Wahl? Naja, das sendet letztendlich das Signal, dass die Freiheit der Wissenschaft an der Uni Hamburg letztendlich dann doch geachtet wird und dass man auch versucht, diese Freiheit zu verteidigen. Es wäre seltsam gewesen zu sagen, so, jetzt wird diese Vorlesung eingestellt, die wird nicht mehr weiter durchgeführt. Das hätte eher ein falsches Signal gesendet, finde ich. Wie ist das bei euch? Was geht klar, was geht nicht klar? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Ziemlich viel Action hatte auch mein Kollege da Ben. Der hat nämlich unterschiedliche Aktivismusformen angeguckt. Das Video könnt ihr euch da oben angucken.